NDR 2, Radio Zirkus und Pilhum. Das Vierzeilerspiel im Wunschkonzert. Und zwar die Endausscheidung. Ich muss euch noch erzählen zur Situation hier. Es ist so heiß hier, hier wird schon Wasser verteilt. In kleinen Plastikbechern gibt es also Erfrischungen. Schütten sich die Leute über die Köpfe. Also, es ist soweit. Das Endspiel kann beginnen. Wir begrüßen hier auf der Bühne Patricia Thielken aus Twestringen. Sie hat gewonnen in Vechta. Wir begrüßen Ralf Welfermann aus Eistrup, Entschuldigung. Er hat gewonnen in Nienburg. Da kommt sie. Dann unser Helmstedter Kandidat Birgit Schlenker aus Helmstedt. Und unser NDR2-Hörer, der bewertet wurde, als erster aller NDR2-Hörer, Herbert Liebau aus Salzgitter 1. Herzlich willkommen, ihr wisst, worum es geht. Ihr habt euch ja schon eingesungen. Wir müssen jetzt ein bisschen aufs Tempo drücken, denn in 5 Minuten gibt es Nachrichten. Also, ihr wisst Bescheid, auf die Melodie des Schneewalzers, die Begriffe NDR2, Radiozirkus und Maskottchen dieser Sendung. Pillhuhn, das ist das, was ich hier auf diesem wunderschönen T-Shirt habe. Ja, hast du auch? Oh, auch ein Pillhuhn. Also, es geht los. Wir beginnen mit Patricia aus Twistringen. Alles klar? Gut. Nur Mut. Wir zählen 3 vor. 1, 2, 3. Davon angetan. Alle! Wenn man am Ende 2 ein Pillhuhn hört, zwischendurch der Günther stört, hat man den Radiozirkus an und ist davon angetan. Das war Patricia. Hans Herbert, jetzt kommt der nächste. Ralf Welfermann aus Eistrup. Genau, hier ist Ralf Welfermann, ein ganz starker Sänger. Übrigens der erste Preis, ein VW Golf GTI. Ein VW Golf GTI Prospekt, das ist wahnsinnig, Freunde. Und hier ist der Ralf Welfermann. Wir sind heute zu Gast beim NDR 2. Im Radiozirkus sind wir dabei. Es wundert mich nicht sehr, wenn ihr auch das Pillhuhn wärt. So, und wir kommen zum nächsten Kandidaten. Das ist hier aus Helmstedt, Birgit Schlenker. Birgit, jetzt bist du an der Reihe. Auf die Plätze, fertig, Karacho. Beim Radiozirkus auf NDR 2 ist das Pillhuhn auch mit dabei. Aber dieser Stundendrei gegen den Pillhuhn. Beinahe hättest du es geschafft, die letzte Zeile auch noch unterzukriegen. Beim Radiozirkus auf NDR 2 ist das Pillhuhn mit dabei, aber dieser Stundendrei gehen dem Pillhuhn zu schnell vorbei. Unser letzter Kandidat, unser NDR 2-Hörer. Hier ist Herbert Liebau, der Favorit der heutigen Sendung, denn er kommt in den Hörerkreis. Achtung, hau rein, Herbert, los! Jo. Und alle Helmstedter, Schunke! Das Pillhuhn, das Pillhuhn ist immer dabei.
beim Radio Zirkus auf NDR 2. Und alle Leute rennen flink zur Musik von Günter Fink. Der Tja, der Radiozirkus ist da. Das waren unsere vier Kandidaten. Das waren die vier Kandidaten. Und die Jury, hört doch mal einen Augenblick zu, ich komme hier gar nicht gegen an. Also die Jury wird sich jetzt zur Beratung zurückziehen. Während der Nachrichten werden wir ausgucken, wer Gewinner ist. Und das erfahrt ihr, wenn es weitergeht mit dem NDR 2 Wunschkonzert um 5 bzw. 7 Minuten nach 8. Dann erfahrt ihr, wer gewonnen hat. Bis gleich. NDR 2 20 Uhr. Die Nachrichten. NDR 2 Club Wunschkonzert Niedersachsen Tour 1986. Live aus dem NDR 2 Radiozirkus in Helmstedt. Spaß und gute Laune. Hamburg herrscht sicherlich natürlich. Live-Musik im Konzert, Überraschung. Ruhe, Dankeschön fürs Rausziehen. Dafür geht es hier auf dem Sender auf NDR 2 und hier im Radio Zirkus wieder rund. Hier fliegt die Kuh bis 21 Uhr hier in Helmstedt. Die letzte Stunde unserer diesjährigen Radio Zirkus Tour ist angebrochen auf unserer Tour quer durch Niedersachsen. In Emden, in Vechta, in Nienburg und heute in Helmstedt. Und derweil zum Ende der Sendung die Zeit immer bekanntlich sehr knapp wird, möchte ich an dieser Stelle einmal ganz herzlichen Dank sagen an alle, die mitgeholfen haben, diese Sendung und die anderen drei Sendungen auf die Beine zu stellen. Das sind die Mitwirkenden dieser Sendung hier, die Mitarbeiter der Eurakustik, die 26 Helfer hier vom Radiozirkus, die vielen Ungenannten, die hier auf- und abgebaut haben, der Lichtmann Bernd Pfeiffer, für den guten Sound verantwortlich der Mann, hinter dem Mixer dort hinten Stempel und vom NDR die Tontechnik Heike Lexau, die immer hier im Verborgenen arbeitet. Die Aufnahmeleiter Ubal Schneider und Günther Anyway Korinth, der Produktionsleiter Kip Oppermann. Mit dabei tobt hier immer über die Bühne Crazy Kuno und natürlich ein Danke auch an Hans-Herbert Börs. Danke an die Leute von Interpil, an Clemens Kraus und Ingo Stein, an alle, die uns geholfen haben. Und von der Ü-Technik des NDR nicht zu vergessen Peter Greggers, der unsere Wunschkonzertreporter immer begleitet hat und ihnen technisch geholfen hat. Und natürlich der Mann draußen im Ü-Wagen, der Thomas Detka, der dafür gesorgt hat, dass ihr zu Hause oder in den Autos, wo auch immer, alles gut rübergekommen ist. Und er verdient noch einen Sonderbeifall, denn er hat in den letzten 3 Wochen mit seiner Frau zusammen gezittert. Dort ist nämlich was Kleines inzwischen angekommen, ein Baby von uns hier. Herzlichen Glückwunsch an den Thomas. Thomas, dieser Applaus hier aus dem Zelt ist für dich und für deine Frau dort im Ü-Wagen. Es war also ein ganz besonderer Stress für ihn. Und inzwischen sind sie wieder hier auf der Bühne im Radiozirkus eingetroffen. Unsere 4 Kandidaten. Und jetzt liegt es an euch, liebes Publikum, hier im Zelt. Wir kommen zur Bewertung, zur Applausbewertung. Ich hoffe, ihr habt noch alles gut im Ohr. Den Schneewalzer mit NDR 2, mit Radiozirkus und mit dem Pillhuhn.
Nicht die Länge des Applauses ist entscheidend, sondern die Stärke. Ja, wir beginnen mit dem Applaus für Patricia. Oh. Und nun der Applaus für den Ralf aus Eisdorf. Der Applaus für unseren NDR2-Hörer Herbert Lieber aus Salzgitter. Und der letzte Applaus-Test für Birgit Schlenker, auch hier aus Helmstedt. Tja, Hans Herbert, komm zu mir. Hans Herbert trifft das salomonische Urteil. Wollen wir einstechen? Okay, aber ganz schnell. Achtung, Ladies first, Applaus für Sie. Applaus für Herbert. Die Sendung geht weiter bis 24 Uhr. Wir stechen, 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 stechen. Günther, du wieder. Also ich mache euch folgenden Vorschlag. Zwei erste Preise, okay? Und zwar bestehend aus... Darf ich das mal haben? Also hier ist wirklich jetzt das Chaos ausgebrochen. Der erste Preis, ein Pillhundkoffer. Haltet mal fest, wer ihn gewonnen hat. Es ist hier wirklich im Augenblick des Kunterbund. Denn hier das goldene Pillhuhn mit Mikrofon am Bande. Wer bekommt das? Du. Ihr beide. Ja, okay, aber wir schicken euch noch ein paar Pillhühner hinterher, ne? Für zwei erste Sieger. Okay, wir danken euch sehr fürs Mitmachen und verabschieden Sie mit einem wahnsinnigen Applaus. So, eine besondere Attraktion war sicherlich während der Sendungen hier im NDR2 Radio Zirkus an den letzten drei Sonntagen unsere Live-Gruppen, die hier waren. Wir hatten Trio Rio, wir hatten Felix Deluxe und wir hatten die Time Bandits. Und heute am Schlusstag haben wir einen absoluten Leckerbissen für euch. Calvin Halifax, der hier so live reinhauen will, wie es sich für so eine Veranstaltung, für eine Sendung gehört. Etwas für die Musikfreaks, für die Rockfreaks, die Spaß haben an dieser Art Musik, und das werden die meisten von euch sein. Ich erzähle euch noch ein bisschen nachher mehr über Calvin Halifax und seine Band. Wir wünschen euch in den nächsten 25 Minuten viel Spaß mit Live in Concert. Welcome to the greatest day of music the world has ever, ever seen. NDR 2 proudly presents